So, da sind wir wieder auf dem Homeland-Hof. Ich habe jetzt lange Zeit lang nichts hochgeladen, weil eigentlich für euch gar nicht mal so ist. Ich hatte nämlich noch ein paar Aufnahmen so in der Hinterhand. Aber ich hatte letztens, ich glaube, 3 oder 4 Stunden gespielt und mir ist die Aufnahme gecrashed. Also ich habe irgendwie zwei Parts oder ich glaube 53 Minuten oder so habe ich retten können. Ne, der Rest ist dann der Ton zwar da gewesen, aber das Bild ist stehen geblieben, also abgebrochen, konnte ich halt alles wegschmeißen, war nicht mehr zu retten. Tja, und dann habe ich mir das neue MacBook Pro gekauft und jetzt kann ich wieder aufnehmen und ich bin auch voll dabei, habe richtig Bock drauf. Ich habe jetzt Doom habe ich gestartet, ich mache wieder Star Wars 2 endlich weiter, aber Stardew werde ich natürlich trotzdem auch weiterhin weitermachen, weil ich einfach voll Bock drauf habe. So, schauen wir mal nach dem Wetter. Morgen wird es klar und sonnig, perfektes Wetter für das Blumentanz. Oh. Die Festivität findet im Wald, beginnt zwischen 9 und 14 Uhr. Da rechne ich dabei. Ja, ich habe jetzt schon länger ja nicht gespielt. Ich werde auch der letzte Part quasi vor diesem hier wird ziemlich kurz sein. Einfach weil ich ja diesen Break habe zwischen dem MacBook Pro 13 und dem 15. Also Freunde, morgen treffen wir uns oft für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Ja, ich hoffe doch mal, dass Lea mit uns tanzen will. Schließlich ist sie unsere Freundin. Warum sollte sie nicht mit uns tanzen? Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Natürlich sind wir daran interessiert. Ich denke mal, Lea will auch von uns zum Tanz aufgefordert werden. Würde mich wundern, wenn nicht. So. Also es sieht schon, das ist schon echt krass, ne? Ich habe ja jetzt den Unterschied zwischen den beiden MacBooks und das sieht schon echt krass hier aus. Also es ist so viel schärfer alles. So, hier sind keine Bohnen dran, aber beim nächsten, da sind Bohnen dran. Also es ist schon echt ein gewaltiger Unterschied. Also ich bei Stardew Valley sehe ich so wirklich richtig heftig. Einfach weil bei StarCraft hatte ich lange Zeit ja auch gar nicht mehr gespielt, einfach weil das immer so schlecht vom Bild war und einfach dann keinen Spaß gemacht hatte. Das hat geruckelt. Bei Stardew Valley ging es ja, aber ich habe die Aufnahme leider immer verloren. Das heißt, über zweimal jetzt. Aber jetzt sehe ich diesen Unterschied richtig krass. Also, es freut mich, dass ich jetzt mit dem neuen MacBook Pro so gut hier arbeiten kann. Und das rendert so schön schnell. Oh, das ist richtig, richtig geil. Okay, genug geschwärmt. Wir müssen gucken, dass wir hier unser Feld bestellen. Bin ich noch ein bisschen spät dran, bevor ich die ganze erzählen. Ist auch ein bisschen komisch hier und gleichmäßig die Ernte, ne? Da habe ich mal, glaube ich, vergessen zu säen und auch zu gießen. Ups, Gießkanne ist leer. Tja. Muss gerade gucken, da ist ein Hummer drin. Habe ich eigentlich einen Köder für die Reusen oder wie die Dinger sich schimpfen? Muss ich gleich mal nachgucken. Ja, habe ich. Zack. Dann einmal hier noch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also ich hatte gerade auf die Energie gedacht, warum ist die Gießkanne leer, aber es ist ja meine Energie. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was verloren gegangen ist, so ein bisschen. Ich habe also eigentlich gar nicht so viel geschafft, so andere Sachen als den normalen Ablauf, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die Dinger hier sind da gekommen. Das habt ihr gar nicht mitbekommen jetzt. Dann habe ich ein Schwein. Ein Schwein habe ich geholt. Ich glaube, mit Lee hatte sich so nichts getan. Habt ihr nichts verpasst? Minemäßig. Ach so, genau, Mine. Da habe die Spitzhacke hier in Gold. Bin dann nach rechts gegangen und dann war da so ein Zwerch. Ne, Ziegenkäse ist für Lea. Das geht weg. Das geht weg. Das geht weg. Da war so irgendwie so ein Zwerg oder so war da und der konnte aber nicht mit mir reden. Hat irgendwie so ganz komisch. Komische Gauze. So, das ist glaube ich da falsch, aber egal. Lass ich jetzt einfach mal. Ich muss einfach hier einen Überblick verschaffen. Also eigentlich darf man, glaube ich, in dem Spiel gar nicht so viel Zeit zwischen lassen, weil man einfach gar nicht mehr weiß. Hä? Wo war denn der letzte Stand? Hä? Lauf nicht durcheinander.
So. Das habe ich aber, glaube ich, alle. Wieder. Und das Kanickel. Ja. So, hier haben wir Eier. Ich glaube, das hatte ich. Das habe ich noch gesehen. Das habe ich gehabt mit den Mayonnaise. Da habe ich mir das Thumbnail gemacht. Ja, aber Thumbnails, das war auch recht ärgerlich. Das hat Ewigkeiten gedauert, da irgendwas zu ändern und so mit der Schrift. Weil ich da ein paar Ebenen für brauche, um die Schrift so zu machen. Es war einfach alles nervig mit dem alten MacBook. Das habe ich jetzt nicht mehr. So, können wir erstmal hier Köder wegtun. Da Ei, da. Also, nee, hier, zack. Ein, da ein Ei. So, Mayo hier rein. Das kommt hier rein. Das machen wir gleich Wolle draus. Dann kommen die Eier hier rein. Also, aus der Wolle machen wir Tuch. Keine Wolle. Aus Wolle Wolle machen. Auch nicht schlecht. So. Da haben wir unsere Ziege. Pilze haben wir. Na. Da werde ich wieder die ganzen Pilze essen. Ich glaube, das ist nämlich auch genau da. Hier an der Stelle ist mir die Aufnahme, glaube ich, abgekackt. Und da wollte ich gerade einen Pilz fressen. Ja, aber die Aufnahme für sich war ja gar nicht abgekackt. Was abgekackt war, ist Speedflow. Ich lade hier. Von Monitor capture ich mit hallo. Was soll denn das? Ich stehe in dieser blöden Kuh drin, weil der will die einfach nicht melken. Boah, ätzend, ey. Ja, du haust direkt ab, ey. So, hier, Schaf, ne, Wolle. Dann hauen mir die Viecher immer ab, wenn ich will, denen irgendwas will. So, die Ziege hat dann keine Milch. So, ich muss langsam mal eine Beere futtern. Ja. So. Will ich mal eben den Baum hier weghacken. Der gehört mich hier nicht hin. Hier haben keine Bäume zu sein. So. Baum weg. Dann haben wir noch eine Kuh. Ja. Wo ist die denn jetzt hin? Komisch. Dann einmal hier noch Milch. Oh, wir haben sogar lila, ne? So, das bleibt. Warum habe ich die Wolle jetzt hier dabei? Ich weiß es nicht. So, die Trüffel aufheben. So, 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 so. Da ist die weiße Kuh. Die abgehauen ist. Achso, war auch jetzt eine lila Milch. Okay. Gut. Gut. Ich weiß gar nicht. Haus bauen, irgendwie was. Also, Gebäude meine ich. Das habe ich auf der To-Do. Bisschen Gras sehen hier. Sehen. Ernten. Sagen. Gehen jetzt mal eben in die heiße Quelle rein. Dann schaue ich nochmal mein Grundstück an. Wie frei das denn ist. Und ansonsten kann ich eigentlich ein bisschen angeln. Weil Gebäude, wollte ich irgendwas gebäudemäßig machen? Oh, das ist so lange her, ey. Was wollte ich machen? Ich weiß ja auf jeden Fall, ich wollte irgendwas, hatte ich auf der To-Do, hast ja immer irgendwas auf der To-Do, was du als nächstes, den nächsten Step gerne machen möchtest. Ob es jetzt irgendwie dein Haus zu erweitern ist, Stall erweitern. Soll ich einen zweiten Stall bauen? Ne, den zweiten Stall wollte ich noch nicht bauen. Vorher wollte ich meinen Entenstall bauen, wo ich die Enten reinpacken will. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe ordentlich Bäume gefällt. Also da war viel, habe ich gefällt und dann sind die auch irgendwie gut nachgewachsen. Ich glaube, ihr habt das eine Fest verpasst, ne? Mit den Eiern. Ich habe die meisten Eier gesammelt. Und Strohhut bekommen. Hier, da. Das hat er verpasst. Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Aber das dürfte jetzt nicht mehr passieren. Jetzt habe ich Power, jetzt habe ich Leistung. Das müsste alles ganz gut klappen.
Das Einzige, was mich jetzt beim MacBook halt so ein bisschen stört, ist das Bild. Ne? Ich habe ja hier mein Bild und es ist halt kein 16 zu 9 genau, dass es jetzt hier Full HD ist. Also ich habe immer dann an der Seite einen Rand. Da wird immer ein Rand sein. Und das sieht alle für sich erstmal blöd aus. Wir müssen also mit externen Monitor arbeiten, der genau die Abmaße hat, wie es jetzt, sage ich mal, das Bild, in dem es im Render ist. Aber dafür habe ich auch ehrlich gesagt keinen Platz. Ist jetzt auch ein geringes Problem. Sehe ich also nicht wirklich als großes Problem. Das kann man mitleben. So. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen, ne, das ganze kleinen Bäume hier, die wachsen ja auch alle so schnell nach. Auf jeden Fall wollte ich hier diesen Bereich auch dann einmauern und tatsächlich Bäume gezielt pflanzen für Nektar und so ein Kram. Und dann halt auch die Obstbäume. So, und man sieht aber hier schon auch einiges weg, aber es hat auch schon wieder sehr viel nachgekommen. Und da sind ja auch sehr viel kleine Bäume. Besonders hier will ich halt die Bäume weghaben, damit das Gras ein bisschen auch wachsen kann. Damit ich Fläche habe für Gras und dann dadurch natürlich Heu zu haben. Was habe ich denn hier eigentlich? Hier blinkt alles. Pierce-Mitteilung. Bringe Pierre etwas Sashimi. Was war denn Sashimi? Wie ist gutes Geld? Achso, das wird zum Kochen. Omas Geschenk. Lauch. Ach genau, deswegen hatte ich einen Lauch dabei. Da war was. Ja, ich erinnere mich. Da wollte jemand Lauch haben. Jetzt gucken wir aber erstmal noch, dass wir hier... Kann ich den Leuten auch diese Sachen auf dem Fest bringen? Ich weiß es nicht. Müssten wir ausprobieren. So. Ansonsten keine großen Bäume mehr da. Da muss man sich auch echt immer bei bleiben, dass man, sonst hat man halt irgendwie so viel zu dicht da stehen. Ach ja, und Brombeeren, ne? Da habe ich ordentlich, ich habe Brombeeren hier gesammelt. Boah, das war viel. So, ein Lauch ist hier hinten. Da war immer irgendwie sehr viel Lauch. Da gehe ich jetzt mal hin, gucken, ob ich da wieder welchen kriege. Hier so, da. Hier habe ich immer sehr viel Lauch rausgeholt. Aber diesmal scheint keiner da zu sein. Nee. Schade. Gut, dann fischen wir einfach ein bisschen. Ist ja jetzt auch schon spät. Also im Fischen bin ich schon ordentlich auch besser geworden. Einfach weil es leichter geworden ist. Der grüne Balken hier ist um einiges größer. Ich habe ein paar Truhen bekommen. Achso, ne, das ist ausgewählt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und desto mehr ich gefischt habe, desto einfacher wurde das Ganze. Also das ist schon ganz okay. Kann ich mitleben. So. Ja, man sieht, da ist auch so eine Truhe. Da muss man jetzt hier eben schnell die holen. Zack. Und dann, oder wieder auf den Fisch. Dann hat man dann halt die Truhe. Und da hab ich mir ein paar geholt. Da waren auch recht cooles Zeug unter anderem bei. Auch für Gunther, fürs Museum. Was haben wir jetzt? 2 Geoden. Okay. Also da lohnt sich eigentlich dann eben noch die Truhen einzusacken. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber irgendwie ist der Fisch immer davon weg, dass man nie beides auf einmal hat. Deswegen muss man gucken, dass man dann halt trotzdem die Fische ja nicht verliert, ne, wenn man gerade die Truhe sich versucht zu schnappen. Und mit den Ködern, da funktioniert das auch ganz gut. Und desto mehr wir angeln, desto mehr skillt man den ja auch. Hallo? Das kam jetzt einfach nicht hinterher. Ein paar Brassen hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, für diese kleinen Geister habe ich auch ein bisschen was gemacht. Da habe ich auch gemacht gehabt. Und so habe ich ein bisschen Geld reingeschmissen. Aber ich habe, glaube ich, nichts komplett gemacht. Und da habt ihr, meine ich, nichts verpasst. Mann, das geht aber jetzt echt
einer nach dem anderen hier. Na, komm, 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 komm. Zack. Wieder eine Basse. Die beißen heute viel an. Ach cool, da hatte ich auch viel so Käferfleisch drin gehabt. War ein bisschen in der Mine. Ups. Oh nein, verdammt. Das meinte ich halt, da muss man... da war ich zu früh auf die Truhe gegangen und hab's dann nicht mehr gepackt bekommen auf den Fisch. Da muss man halt gucken, dass man das richtige Maß hat. War jetzt daneben. Also langsam werde ich mal hier aufhören. Na, 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 wo willst du hin? So, ein Kolbasch. Okay, dann gehen wir mal, nee, wir müssen oben lang, ne? Oben war der Weg. Zurück, also hier die Brombeeren, die benutze ich halt zum Essen, zum Energie bekommen dann, wenn es nötig ist. Oder halt auch vor allem, um mich bei den Bewohnern beliebt zu machen. Dass die mich mögen. Können wir eigentlich gerade mal gucken, wie sieht es da eigentlich aus, ne? Leia fehlt mir noch ein Herz. Schick mal, dann kann man auch heiraten. Muss ich gucken, dass ich hier noch verschenke. Feste Freundin ist sie halt, ne? Ich habe gleich, ob ihr das mitbekommen habt oder verpasst habt. Aber ich habe ja noch mitbekommen. Das war, glaube ich, hatte ich drin. Ja, und dann ansonsten hole ich halt das immer den Leuten Brombeeren geben. Nur sie mag keine Brombeeren. Und ja, guck mal, der ist sogar der Typ, der Zwerg. Ne? Den habe ich da rechts in der Mine getroffen. So. Eben noch kurz zur Verkaufskiste. Den Lauch muss ich wieder mitnehmen. Zack, zack. Ach, hier sind ja noch Bohnen. So. Habe ich da jetzt eigentlich die Reusen gefüllt? Ne, ich glaube, ich habe die gar nicht gefüllt, ne? Da habe ich die gefüllt. Ja, offenbar. Hm. Komm, wenn wir schon mal hier sind. Gießkanne voll. So, das da rein, das da raus. Das rein. Das rein. So, dann einmal hier die rein. Der rein. Weil den kann ich verkaufen. Den habe ich schon. Das kommt hier rein. Dann. Nee, passt gar nicht. Hm. Verkaufen wir den Löwenzahn. Milch kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Dann tun wir den auch eben weg, das nicht. Da, da, da. Und hier. Das. Sieht gut aus. Ja, Lila ist okay, passt. Ja, das muss ich auch irgendwie anders mal sortieren. Dann gehen wir ab ins Bett. Ja, ins Bett. Fischen, hä? Achso, der Müll gibt nichts, aber der eine Fisch da. Ich wollte sagen, hä, wo ist der Müll und wo kriege ich da Geld auf einmal für? Ein bisschen Knete haben wir gemacht. Tag 24. Das Blöde ist ja, wenn du so ein Fest zwar nur bis 14 Uhr geht, du bist trotzdem erst um 22 Uhr zu Hause. So, Wetter. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Königin der Soßen, Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Plumpudding. Den hatten wir, glaube ich, schon. Du weißt bereits, wie man Plumpudding macht. Ich weiß. Das ist auch echt so eine eklige Sache, die eigentlich niemand essen will. So, so, so. Der Kohl ist auch reif. Können wir den Kohl einlegen. So. Gießkanne ist bereit. Ach, verdammt, ich habe ja die Felder da gar nicht gesät. Oh, wir haben eine Schnecke. Eine Schnecke habe ich noch nicht gehabt. Meine ich zumindest. So, eben schnell den Kohl hier rausholen. Öpp, kommst du her. Dann da. Zack, 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 zack. Haben wir wieder ein bisschen Verdienst gemacht hier.
Yeah.